Moin Leute und herzlich willkommen hier auf Twitch, herzlich willkommen YouTube zu einer neuen Episode The Devil in Me von der Dark Pictures Reihe mit mir, Duddle Buddy, hier live und mein Kanal, Alter, mit heute gesponsert 28 Black, das einzig wahre Energy-Getränk, ist es, man kann es ja auch trinken, also kann es ja auch ein Getränk sein anstatt ein Getränk, oder? Ich gönne mir mal einen Schluck. Ah, ja, Leute, ist spät heute. Wir haben es 10:45, wie man so in manchen Bereichen in Deutschland sagt. Und aus dem Grund muss ich mich mal ein bisschen erfreshen mit, was haben wir denn hier überhaupt? Minze, Limette, glaube ich, ne? Oder auch andersrum. Limette, Minze. Geil, wirklich. Ich liebe das. 28 Black, mega geil. Ist doch nicht so ein süßer Scheiß wie bei den manchen anderen Energy-Sorten. Und Edelmarzipan aus der Verpackung raus von Viva. Gesponsert aus eigener Tasche, ja, damit ihr das auch wisst, wo das herkommt. Leute, wir gehen wieder los. Wenn es euch Spaß macht, Daumen hoch, lasst gerne ein Abo da. Wir gehen rein, keine Zeit vergeuden hier. Und wir spielen Charlie. Wir sind ja immer noch hier am Ufer zugange. Zweite Episode, ist natürlich noch nicht so viel passiert. Das heißt, ich bin heiß. Genauso wie ihr, ich hab Bock. Es geht los und wir spielen als kleine Erinnerungsstütze für euch auf tödlich im Kinomodus. Vorgas. Achso, Leute, ganz wichtig. Wir sind immer noch Tutorial-Modus, ne, ihr habt es gerade schon gesehen, da wurde ein bisschen was angezeigt. Charlie, ich spiele ja die Person genauso, wie sie hier dargestellt werden. Charlie ist ja der Direktor, Regiemeister dieser ganzen Filmteam-Gesellschaft. Und er ist gleichgültig, anmaßend, zynisch, entschlossen. Ist auch schon ein bisschen älteres Semester, das heißt, er weiß schon, wo der Frosch die Locken hat, beziehungsweise wo er die zu haben, haben sollte sein, liegen. Ne, ihr wisst, was ich meine. Jetzt aber los hier. Ich muss noch ein paar Schlücke mehr nehmen, damit das hier richtig läuft in der Birne. So, jetzt aber los. Ach ja, ich erinnere mich. So haben wir aufgehört. Das Feuerzeug. Er ist ja nun mal nicht unbedingt so hell dann. Erhellend ist es nicht. Hey, wenn wir fertig sind, hätte ich gerne ein paar Wochen frei Familie besuchen. Ich brauch dich im Schnitt. Ich schätze dein scharfes Auge sehr, weißt du? Bei mir ist im Moment eine Menge los, Charlie. Mein scharfes Äuglein? Ja, natürlich, sicher. Nimm dir ein paar Wochen. Sortier dich. Ist echt nett. Ich schaff den Schnitt auch allein. Ein paar Wochen gleich, ey. Solltest du auch versuchen. Eine Auszeit nehmen. Hast du keine Familie, die du nerven kannst? Oh, tja. Keine Mrs. Lonnet, die du irgendwo im Schrank versteckt hast? Hier mit dem Job. Mit dem Job verheiratet. Und wie läuft die Ehe so? Im Vergleich zu echten Ehen wahrscheinlich ziemlich gut. Mit dem Job verheiratet. Na, so ist das halt manchmal, ne? Was soll ich sagen? Manchmal ist das halt. Wer ist denn das überhaupt? Ich bin mir nicht gerade ganz sicher. Wie gesagt, ich bin hier namenstechnisch noch nicht so drin. Ich vermute aber, dass es Mark ist, denn mit dem hat er eine ganz gute Connection. Warum das mit Kate noch nicht so gut ist, wissen wir noch nicht. Jamie und Aaron, das sind die, die noch alle bei der Limousine sind, mit der wir, oder nicht bei der Limousine sind, die ist ja weggefahren, aber die sind ja noch da am Ufer und warten auf uns. Wir wollten jetzt ja ein paar Fotoaufnahmen knipsen. Darf ich immer durchkrabbeln? Ja, und ihr seht's, Leute, ne? Es ist noch nicht viel passiert. Wir sind hier immer noch im Tutorial. Es wird noch ein bisschen gezeigt, wie das Spiel hier funktioniert. Das lese ich auch nicht vor. Da, ja, ist jetzt nichts Weltbewegendes ist, ne? Zu balancieren. Oh, nicht, dass wir hier runterflattern, du. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier große Auswirkungen hat auf das, was wir machen. Beziehungsweise wie energisch wir den Stick bewegen. Und von da kommen wir, ne? Da hinten waren wir auch. Malta Gates. Ich bin bereit für ein bisschen Horrorspaß. Und ich habe richtig Bock auf The Devil in Me, Leute. Ich habe richtig Bock. Denn ich habe dieses Spiel selber noch nicht durchgezockt. Ich habe es ja schon erwähnt in Folge 1. Ich habe das Ding hier vielleicht eine Stunde gespielt. Nicht eine Stunde, zwei. Und das war's dann auch. Und ich werde auf jeden Fall... Oh! Alter. Was ist das? Eine Puppe? Naja, die... Hängt ihr ab? Gehört vielleicht zu einer alten Museumsausstellung. Leute, ich war nicht bereit für das. Das soll's wohl sein. Dafür war ich nicht bereit. Oh, Alter, das ging durch. Das ging richtig durch den Körper durch gerade, ey. Alter Verwalter, ey. 28 Black am Arsch, sag ich mal. Jetzt bin ich wach. Jetzt bin ich da, Leute, ich bin bereit. Und, oh, das kam unerwartet, ey.
klettern, bitte. Mark, kannst du mal hier... Ich hoffe, du bist nicht in Kaki getreten, das wäre echt ekelhaft. Das ist auch so ein Ding, Leute. Trinken. Kannst bei dem Spiel nicht. Quicktime-Events, das ist hier das A und O. Ja, kann mich wieder bewegen? Ja, ich dachte, das wäre jetzt hier noch eine spezielle Perspektive der Cutscene. Aber das verschmilzt hier alles. Ich sehe nur das Licht auf dem Nebel an. Wie soll das bitte in die Show passen? Licht auf dem Nebel. Mir aufgefallen. Komme. Mach ein paar Aufnahmen. Du alter Fotograf. Ich kann das nicht einfach abschalten. Viel von dem kreativen Zeug und dem kommerziellen Zeug überschneidet sich. Da wollen wir hin. Bist du sicher? Die Überschneidung mit Kate hat nicht gerade... Wir wollten das dieses Wochenende sein lassen. Ich will nur, dass du konzentriert bleibst. Die Musik wird krass. Verschlossen. Komm, gibt noch einen Weg. Sicher? Nein. Optimistisch. Ja, wollte ich gerade sagen, woher will er das wissen? Woher denn, bitte? Ich hätte jetzt noch ein bisschen die Kamera bewegen können, aber ich glaube, beziehungsweise hoffe, da geht's durch. Können wir uns bestimmt durchdrücken. Da ist auch noch was. Ich gehe erstmal hier gucken. Nicht, dass ich das jetzt verpasse hier, ne? Gucken wir mal. Ist ja auch interessant. Wir sind ja neugierig. Oh, ist aber auch zu. Oh, da ist offen. Vielleicht ist ja ein Schlüssel hier drin. Da kann es sein. Und ich brauche die Funzel, sonst sehe ich hier gar nichts. Oh, ist auch ein bisschen marode, ne? Ich mache hier Werkzeitgemüse ja auch schon in der Bude. Was haben wir denn das hier? Das Ding hat schon ewig keiner angefasst. Warum dröhnt dann das Horn noch? Weil es immer noch Nebel gibt. Das geht jetzt alles automatisch. Bill Smithson. 10.04. 9.01 bis 17 Uhr, oder? Ja, Timeout 17 Uhr. Das sind die Leute, die sich ja ein- und ausgelockt haben. Patrick White. Auch kurz vor 9. Der hat's mit der Pünktlichkeit. Der nimmt das sehr ernst. Wendy Earl. Auch vor 9 bis kurz nach 5. R. Pigman. 8.54 Uhr bis 17.09 Uhr. Auf dem Mann ist Verlass. Solche Leute brauchst du. Die kommen ein bisschen früher und bleiben sogar noch 10 Minuten länger. Alan Paynes. 8.45 Uhr und 17.01 Uhr. Auch nicht schlecht. Carl Brandon. 8.45 Uhr, 16.58 Uhr. Hat er schon aufgehört? Nein, dafür hat er früher angefangen. Und vor allen Dingen, das ist, was man einträgt, muss ja nicht unbedingt das sein, was auch tatsächlich passiert ist. Ne? Da kennt ja jeder. Sophie Martin, 9 Uhr bis 17 Uhr. Ja, die hat einfach nur die Zahl eingetragen, die auch Pflicht ist. Diego Camillo. Carl Brandon, Patrick White. Und dann ist Urlaub. Ich lese jetzt mal nicht alles vor. Urlaub. Jetzt sind sie alle weg. Ja. Da ist jetzt keiner mehr da. Wir müssen auch gleich die Tür aufmachen. Bitte lesen, unbedingt. Oh, ist aber ein bisschen hier blass schon, ne? Bisschen klamm, das Blatt, würde ich sagen. Ach wohl, nee, ist auf der Rückseite. Bitte lesen. 10.04.2000, weiter so Team. Dies sollte die letzte Woche sein. Der Nebelhorn-Test gestern Abend war erfolgreich. Es sieht so aus, als ob die Automatisierung funktioniert. Wir machen heute noch einen letzten Test, dann können wir die Ausrüstung wegpacken. Ein paar von euch haben gemeldet, dass wieder ein Obdachloser herumhängt. Wir werden die Sicherung des Geländes verstärken und heute und morgen letzte Kontrolle durchführen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt. Abgesehen davon war die Arbeit bei dem ganzen Projekt großartig. Also lasst uns das Tempo beibehalten und wir werden Ende der Woche hier raus sein. TS. Okay, Leute, schon mal Notiz an uns selber. Ein Obdachloser, der sich hier rumtreibt. Schon mal kein gutes Zeichen, da wir ja wissen, dass wir hier irgendwie mit einem Serienkiller zu tun haben. Das Ding ist wirklich zu. Na, dann muss ich jetzt auf demselben Weg wieder raus, oder? Na, dann mal los. Uppa, junger Vater, das ist, Leute, ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, das ist... Habe ich das Ding noch in der Hand? Nö. Das ist ja auch im Alter alles nicht mehr so einfach, hier mal kurz so ein Fenster rein und raus, ne? Das hat er aber dafür ganz sportlich gemacht, muss ich mal sagen. Wir laufen mal ein bisschen, das können wir ja auch. Hui! So, dann quetschen wir uns jetzt mal hier durch.
Und ich habe gerade noch nicht so dieses Feeling, dass ich hier so aufpassen muss, wisst ihr? Weil das so gerade so erkunden ist und alles. Aber dabei könnte uns jederzeit irgendwas um die Ohren fliegen. Das ist ja das, was ich auch bei der Puppe jetzt gerade vollkommen nicht bedacht hatte. Drücke A, um unter bodennahe Spalten zu kriechen. Oh, Herr, das ist auch neu. Mach schön die Jacke dreckig, Magge. So, solange hier jetzt nichts passiert, wirbel ich mir nochmal schnell den Marzipan hinter die Binse. Indem ich das hier irgendwie mal auftüdel und dann herzhaft reinsnacke, ne? Na komm raus, du kleiner Lümmel. Oh, lecker. So kann man ja gehen. No. Komm. Ja, kein Problem. Kein Problem. Die Aktion habe ich drauf, Leute. Kann ich euch sagen. Schnell irgendwas hämmern. Bin ich Fachmann. Ich hämmer euch alles an die Wand. Und auch durch die Wand. Da ist eine Kiste. Wollen wir reinlutzen, wa? Ominöses, böses Omen. Ziemlich alt aus. Ja, wir haben den Schlüssel nicht. Wenn dann können Charaktere, ja klar. Achso, warte mal. Charlie kann mit seiner Krawattennadel verschlossene Kisten öffnen, okay. Ja, krass. Muss man können, was ne, in dem Bereich. Das ist eine Münze. Eine alte Münze. Davon haben wir ja, glaube ich, 8. Also und Beinbruch. Jetzt haben wir 9. Dioramen können damit freigeschaltet werden, okay. Ja, tut mir leid, dass ich es dir manchmal etwas schwer mache. Aber ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Das stimmt nicht. Ich sitze vielleicht am Steuer. Von was? Von Lonnet Entertainment. Aber du hältst den Motor am Laufen. Das ergibt keinen Sinn. Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen? Danke, Charlie. Versteh schon. Also Mark, ne, ganz ehrlich. Nochmal ein bisschen offener für ein paar Komplimente. Komplimente? Nee, das geht hier nicht rein, aber das wussten wir ja schon. Ich wollte es trotzdem ausprobiert haben. Wir müssen jetzt den Container hier vors Fenster drücken. Wahrscheinlich von hier schieben. Dann machen wir mal irgendwie so. Hier muss, das sieht sowieso besser aus, wenn das an der Wand ist. Ordnung muss sein. Das sieht ja komisch aus, wenn das hier so wild rum oxidiert. So, gucken wir mal. Seid bereit. Wir müssen mal wieder unser Feuerzeug. Nur ein kleines bisschen Anbruch. Und du läufst noch frei rum? Scheiße, was zur Hölle ist das? Okay, wir halten. Wir verstecken uns. Crewbringer werden nicht entdeckt, wenn sie sich verstecken, okay? Oha. Was war das? Eine Katze oder? Schön, dich kennenzulernen. Hä? Was war das? Ein Waschbär oder was? Ich hab's nicht gesehen, Leute. Ist hier rausgerannt oder was? Mach mal hier Funzel an, bitte. Oh, da können wir uns durchpressen. Aha. Oh. Da ist ein Boot exploded. Okay, die Anatomie des Körpers. Könnte ja von dem Obdachlosen kommen, von dem wir jetzt schon mal gelesen haben. Ich weiß es nicht. Hier muss nur mal frisch bezogen werden. Oh, und neue Vorhänge. Und 10 Liter Desinfektionsmittel. Also alleine würde ich in die Bude hier im Leben nicht reingehen. Mit dem Kollegen schon. Da bin ich neugierig. Irgendeiner, der dir auf jeden Fall den Rücken frei hält, ne? Das ist in Ordnung, aber so alleine... Nee, ist nicht so meins.
Da hängt noch ein Ventilator an der Decke. Oha. Charlie, mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Oha. Jemand stopft eben gerne Tiere aus. Entspann dich. Tolles Hobby. Alter, die sind fett an die Wand genagelt. Guckt euch mal das Eichhörnchen da oben an. Die Mäuse, die Hasen. Der Rabe hier in der Mitte. Schön ist das nicht, ne? Also das ist schon ein bisschen nach dem Motto, Alter, der hier lebt, ist nicht ganz dicht in der Birne. Was in Gottes Namen ist das? Oh, ja, ich war bereit. Bewegt sich. Ich war bereit. Was? Das Ding. Bewegt sich. Da ist Technik drin, seht ihr? Seht ihr das auch? Ihr seht das auch, ne? Ja, krass, Alter. Getötet oder tot gefunden und vor allen Dingen wieder versucht, fit zu machen mit ein bisschen Technik. Da geht's dann hoch und raus. Okay. Dann wollen wir das mal machen, ne? Mach mal Platz hier bitte, Mark. Alles wird gut, es wird alles gut. Sieh mal, das ist perfekt. Na komm, film los. Schwenk über den See, bis die Insel ins Bild kommt. Dann machst du einen Zoom auf den Leuchtturm. Nur ein bisschen wackelig, ne? Da muss aber nochmal ran, in der Nachbearbeitung. Los, gehen wir lieber zurück. Alles klar, wir sind noch gar nicht bei dem Typen. Der hat uns nur da rausgelassen, wo wir dann weiter geführt werden. Weiter verfrachtet werden. Nee, wisst ihr, ich mal mit dem Frachter hier. Ist er das? Keine Ahnung. Nee, das ist ja nur Deal. Telefoniert. Woher wusste der überhaupt, was das Thema der Show ist? Ich hab gar nicht gefragt. Seltsam. Spielen wir einfach mit, okay? Hallo, Mr. Lonnet? Genau der. Ich bin Grantham Dumet. Alle an Bord und okay. Es kann losgehen. Er ist es. Das ist Mark. Mark. Eventuell. Aaron, Jamie. Ladies. Und das ist Kate. Ach, die Schön, ist Kate. Sie kennenzulernen, Mr. Dumet. Ich bin schon gespannt zu sehen, was Sie hier für uns haben. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Es ist mir eine Freude. Sollen wir aufbrechen? Ach, Herr Dumet. Jetzt ich kann Ihnen Brot nicht mit Matt? Für diese Gelegenheit wo ist aktualisiert? Gerne. War das Ihr Großonkel, von dem Sie... Machen wir uns auf den Weg. Ich erkläre alles später. Klar, natürlich. Was hat der davon? Was hat der davon? Man wird eingeladen zu einem ganz speziellen Ort, ne, mit Geschichte. Und man erklärt nicht ab, warum. Und was sind die Vorteile? Was erhofft er sich davon? Wie profitiert er davon? Außer, dass er uns killen will. Ne? Das ist natürlich... Ja, wahrscheinlich genau das. Aber was hätte er gesagt, wenn man gefragt hätte? Och, lecker. So, jetzt geht's hier gleich weiter. Controller wieder in die Hand nehmen. Ich bin bereit. Gehen wir zum Hotel. Bitte bleiben Sie zusammen. Kate, Inselküste, 18:21 Uhr. Ist das hier gefährlich? Nein, Unfug. Sicher? Hört sich nämlich nicht so an. Es ist absolut sicher. Aber wenn sich jemand verletzt, dauert es, bis Hilfe kommt. Also bitte, Vorsicht. Er wirkt ein bisschen nervös. Ganz schön zugeknüpfte Angelegenheit hier, Gott. Hier entlang, keine Sorge, um das Gepäck wird sich schon gekümmert. Weiß ich nicht. Ah, Kate. Oh, Leute, Tante Kate. Wir müssen erst mal gucken, wie sie drauf ist. Sie ist ängstlich, sie ist gebildet, wagemutig, ambitioniert. Wagemutig, ängstlich, gebildet, ambitioniert. Pff, rechtfertigend. Ängstlich, gebildet. Okay, wie spielen wir sie? Neckisch? Hustet ihr denn? Neckisch. Atme tief und langsam, Charles. Huste dir bitte kein krankes Lungengewebe raus. Schon okay.
Stell dir einfach vor, da oben wartet eine Packung Kippen. Hast recht. Sicherheit nimmt er wirklich verdammt ernst. Was er wohl von ihr fernhalten will? Vielleicht ist die Frage vielmehr, was er da drin halten will. Jamie. Ich sag ja nur. Du guckst zu viele Horrorfilme. Er schätzt seine Privatsphäre. Das wussten wir von Anfang an. Das wissen wir seit 2 Stunden. Geh, bitte. Mark, hol deine Kamera. Lass uns hier schnell ein Intro filmen. Ich brauche ein paar Aufnahmen auf das Haus zu, nicht die ganze Reise. Kate spricht in die Kamera. Ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Ja, ich wollte gerade sagen. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Ja. Verstanden? Ach so. Hm? Ich schätze meine Privatsphäre. Keine Sorge, Mr. Dumet. Diskretion ist unser Motto bei Lonet Entertainment. Der übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit. Erin? Klingt alles gut. Okay, machen wir die Aufnahme. Ist Kates Gesicht soweit? Bitch, ich bin immer bereit für die Kamera. Ach, du bist ja so ein Schambolzen. Kamera läuft. Ton läuft. Und Action. Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus. Und lauf los. Wo läuft sie hin? In die Ecke da hin? Und cut. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Top. Authentisch. Wie Sie meinen, Mr. Dumet. Ich liebe das. Diesen Einsatz. Ja. Machst du noch ein paar Aufnahmen? Natürlich. So sicher, ne? Aber bitte nicht die Mettwurst filmen. Der mag das nicht, der wird dann grantig. Das ist super strange, ey. Super strange. Der Typ ist mega nervös. Also hier unsere Mettwurst. Und dann hier die Leute hier in ihren Regenmädel. Hab ich gemerkt. Oh. Du musst dich hier umsehen, ohne dass er es merkt. Der Mann hat ein Recht auf Privatsphäre. Er verbirgt was. Und ich will wissen, was es ist. Was hast du vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Au, mein verdammt! Was ist passiert? Alles okay? Bist du über dein Ego gestolpert? Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Oh, ich kann es kaum bewegen. Die mögen sich Jamie, nicht so sonderlich, ne? Warum ich? Erin und Kate. Du hast sie doch zusammengepflegt. In Glendale. Oh, stimmt. Okay. Wir holen Eis und einen Verband und kommen zurück. Haben Sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Ja, findet er nicht so witzig, ne? Was ist los? Na los, ich erklär's dir später. Die ist relativ neu. Bist du wieder im Schauspielunterricht? Ja, ja. Was will Charlie? Eine bessere Übersicht. Und wir sind die Späher, weil? Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem umgehen kannst. Komm. Oh. Aha. Sie hat also einen Schraubenzieher dabei. Als Spezialausrüstung? Sollte man immer einen Schraubenzieher im Mann haben oder auch in der Frau? So. Tante Käthe erkundet die Insel mit Jamie, glaube ich, heißt sie, ne? Die Gute. Wie sind denn so unsere Beziehungen? Oha, die mag ja Jamie gar nicht so gern. Aber mit Erin versteht sie sich richtig gut. Jamie findet sie eher nicht so geil. Ja, das ist natürlich eine super Kombi jetzt, dass wir hier unterwegs sind. Hey, kann ich dich was fragen und eine ehrliche Antwort kriegen? Also, ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Das gilt für uns beide. Okay, sag die Wahrheit. Ich lasse sie erstmal ausreden. Kann man die Show noch retten? Vielleicht. Wenn sich hier so eine Art heiliger Gral an Material oder Informationen findet. Hältst du das für möglich? Nein. Im besten Fall kriegen wir gutes Schnittmaterial. Aber das rettet uns nicht. So, ziehen wir uns mal. Da liegt ein Schuh. Ein Damenschuh. Geheimnis gefunden. Stöckelschuh. Was macht hier ein Stöckelschuh mitten in der Pampa? Ist ja alles möglich, ne? Aber auch hier. Und wenn man die ganzen Umstände hier noch mit kombiniert, ist das natürlich äußerst merkartig. Oh, da ist auch noch was. Wo war das? Da unten. Ah, eine Münze! Ein Obolus. Nice. Nice. Stecken wir ein, ey. Dann wären wir schon mal Nummer 10.
Ja, und ihr seht, ich habe es ja schon mal gezockt, deswegen ein paar habe ich schon gesammelt. Aber wie gesagt, nicht viel. Private Property, please keep out, eh? Und wer hier nicht gehorcht, hier wird dann auch über einen Haufen geschossen oder irgendwo eingesperrt. Oh, da war irgendwas. Blut. Das Blut. Er hat rangezoomt, aber er hat es nicht gezeigt. Hier, da. Da auch. Warte mal, da muss ich nochmal richtig ran. So, wir versuchen es nochmal. Nicht, dass er das jetzt nicht genommen hat. Nee, ist aber Blut, Leute, ne? It's a bit bloody in here oder on this board. Ja, irgendwas ist da im Argen. Oder es ist da ein Piepmatz gegen gesiegelt. Bisschen schwierig. Was meinst du jetzt, das Gelände, oder? So, wir schauen uns hier ganz gründlich um. Dass uns hier auch nichts entgeht. Achtung, Kopf! Ist ja auch unser Auftrag. Nö. Schauen wir mal hier in diese finstere Ecke rein. Ja, so finster ist ja noch nicht, ne? Also es ist ein bisschen zum warm werden, ist noch ein bisschen hell. Oder sehr hell. 18:21 Uhr. Da ist dicht. Ja, ist überall dicht. Und dann müssen wir hier wahrscheinlich gleich mal hoch. Ja. Auf geht's. Hoch, 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 sag ich immer. Hier nochmal schön hochklimmen. Er hätte uns echt mal vorwarnen können. Ja, dann haben wir die passende Kleidung mitgenommen. Aber wir haben ja zumindest eine Hose an, das ist ja schon mal gut. Jetzt ja die Frage. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre jetzt vielleicht von hier oben irgendwie so ganz Gebäude reingegangen, aber nö. Da hinten scheint ja nichts zu sein. Aber sie guckt ja mal irgendwo hin. Wo guckt sie denn hin? Ist hier irgendwo was? Außer der massive Mahagoni hier, der hier wahrscheinlich gecrashed ist einfach nur. Fall bitte nicht runter und stirb, ja? Oh, das wäre übel, ja. Mich das Mark noch heult. Deine Sorge rührt mich. Wir echt? Kriegen das schon hin. Ich balanciere, wo es geht, Leute. Also ich steuere immer nur erst gegen, wenn ich merke, es wird kritisch. Aber es vibriert auch nicht oder so. Aber es kann auch daran liegen, dass mein Akku vielleicht runter ist. Das ist natürlich auch blöd. Wäre jetzt ungünstig, ne? Kommst du auch oder kriegst du das hin? Ah, warte mal, Mülleimer. Meistens ja auch irgendwas Verdächtiges drin. Vielleicht der zweite Schuh, den müssen wir auch noch finden. Hat sie ein Feuerzeug? Nee, aber hier können wir was angucken. Wo das wohl hinführt? Den Hügel hoch und runter. Ja, aber was liegt am anderen Ende? Nur Gutes, denke ich. Und noch eine Etage. Möge man bitte auf meine Hand steigen. Und mich hochziehen, wenn es geht. Also sportlich sind sie ja, ne? Müssen sie ja sein. Leben sie hier draußen auf der Insel? Oh, halt, wir müssen uns verstecken. Verstecken? Meine Frau ist... Sie starb. Oh. Das war richtig knapp. Tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Kommen Sie. Ich glaube, das war knapp. Sie haben uns nicht entdeckt. Na, zum Glück, ey. Na los. Das wäre jetzt auch was gewesen. Hier draußen ist nichts. Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich direkt umdrehen müssen. Beziehungsweise, was macht ihr hier? Die hätten uns direkt... Also, nee, das wäre vorbei gewesen hier, Leute. Es wäre vorbei gewesen. Alles gut, wir haben es geschafft. Weiter geht die wilde Fahrt. Schön viele Kletterpassagen hier. Also, da haben sie echt nicht mit gegeizt, ne? Jemand ist auf und nieder, immer wieder schön in die Glieder, du. Was ist hier passiert? Haben die eine Mauer? Aha, da können wir doch bestimmt durch, oder? Nee, können wir nicht.
Das ist ein Tier oder was? Was sind das für Spuren? Wir gucken uns das mal von der anderen Seite an. Wie wär's mit da drüben? Und ob hier noch irgendwas anderes ist. Oh, hier können wir glaube ich auch rüber. Sieht zumindest verdächtig danach aus. Ja, gucken wir mal rein in die Bude. Ach nee. Ja, geht nicht. Aber hier vielleicht. Ja. Haben wir doch gesehen, dass das hier durchgeht, ne? Da liegt schon wieder irgendwas, ein totes Tier oder so. Eine Echse oder was ist das? Ratte? Ein Wiesel? Alter! Das ist ein Wiesel, ne? Gut, aber hier, das wurde gejagt. Das ist ja nun nicht verdächtig. Das passiert nun mal in der Natur, ne? Da muss ich mir jetzt nichts bei denken. Ich habe hier letztens bei uns auf dem Hof auch erstmal eine fette Ratte entsorgt, ey. Das war auch echt ein bisschen ekelhaft. Aber naja, meine Freundin hat sich der ganzen Sache entzogen. Und mein Kind hat da noch ein bisschen gespielt. Von daher musste die Ratte weg. Die ist dann auch in der Tonne gelandet. Das war wirklich ein fettes Vieh, ey. Da denkst du dir so, boah, Alter, hier laufen mir echt Monsterteile durch die Gegend. Ich habe gehört, du bist auf Wohnungssuche. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Aber mega schönes natürliches Licht. Ja, danke für die Information. Weiter geht's. Was haben wir denn hier für einen Schriebs? Also meine Leute, müssen wir bedenken, die Bude hat gebrannt. Hier liegt ein frischer Zettel, Mittelmeerkreuzfahrt 21. Scheint, hat Dumet eine Familie. Dumet? Urlaubsfoto. Warum liegt das hier? Fragen über Fragen. Hier ist noch irgendwas. Der Typ steht auf Vögel. Vogelbeobachtung. Ein Beobachterguide über die Vögel der britischen Inseln. Ein gründlicher Guide zu den Vögeln, die auf der britischen Inseln leben und dorthin ziehen. Bestimmen Sie die Vögel anhand von Farbfotos, entdecken Sie, wo Sie die einzelnen Arten finden können und erfahren Sie von erfahrenen Vogelbeobachtern mehr über ihre einzigartigen Persönlichkeiten. Sobald Sie einige gefiederte Freunde gefunden haben, können Sie Ihre eigenen Beobachtungen mithilfe des praktischen Notizteils machen. Halten Sie auch Ausschau nach unseren anderen Publikationen, darunter Die Welt gehört den Vögeln, Auf den Spuren der begehrtesten Vögel der Welt, ein Leitfaden für Reisen durch Großbritannien und darüber hinaus auf der Suche nach den bemerkenswerten Vögeln der Welt. Gucken wir nochmal rein, oder? Nee. Moin, Grüße gehen raus, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu The Devil and Me. Komm her, Zieh. Grüße gehen raus an den Chat, für YouTube vielleicht, die es jetzt gerade nicht geschnackelt haben, was hier gerade passiert ist. Wir haben ja noch ein Anatomiefoto am Start. Okay, sie hat irgendwas entdeckt. Herumgedreht. Im Lurk? Lurk? Klär mich auf. Entweder hast du dich verschrieben, oder? Ach so, meinst du? Ja, klar. Sehr schön. Dann wünsche ich viel Erfolg, ne? Vor allen Dingen. Mach sie alle... Können wir jetzt hier wieder raus? Ja, sehr schön. Also, wir haben hier... Bitte, lass die Tür offen. Ja, wir haben jetzt nur eine Vorahnung gefunden. Das war's, glaube ich, auch. Ja, und diese Hinweise hier, die Fotos. Aber ich glaube, das ist ganz gut für später. Weil, ne, Leute, ihr wisst ja, Kursaktualisierung und so... Wichtig, dass wir da solche Informationen haben. Oh, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht runter, aber egal. Hier ist irgendwas. Was ist das? Ach, noch so ein Ding. Muss weitersuchen. Ja, Nummer 11. 12? Wieso das? Das Ding hat doppelt gezählt. Okay. Und rüber über den Graben der... Trauer? Nicht, dass wir uns hier nur irgendwas verknacksen. So, hier rein. Oder hoch. Aha, hier können wir auch was machen. Wie sie die Hände aufhält.
Wir werden beobachtet, oder was? Unangenehm. Äußerst unangenehm. Wenn ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job. Ach so, ich musste erstmal losgehen. Ich habe gedacht, hey, ich kann mich doch gar nicht bewegen. Was ist hier los? So, was haben wir noch? Ich check ja jeden Winkel ab, Leute. Ne? Ihr wisst ja, wie es läuft. Da weiß ich nicht. Soll ich da erstmal hochgehen oder... Ich gucke erstmal hier die Bude, diesen kleinen... Dieses kleine Teil checke ich erstmal ab hier. Ist nix. Was soll denn das sein? So ein kleiner Generatorraum oder irgendwas? Da war was, ich hab's gesehen. Wo ist es? Da unten? Noch so ein... Alter, die Dinger liegen hier aber auch wirklich massig rum, wa? Haben wir noch einen? Nummer 13 müsste es ja jetzt sein. Ja. Also, warum der jetzt der eine jetzt doppelt gezählt hat, weiß ich auch nicht. Jamie, kannst du mal bitte weggehen? Danke. Ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber das war irgendwie ein bisschen belastend, wenn du da so einen Weg rumstehst. Irgendwas muss es hier geben. Ja, also viel haben wir jetzt noch nicht, ne? Schuh gefunden. Foto der Familie. Das erinnert mich an beschissene Zeltlager. Vorahnung. Okay, ja, hier geht's nicht lang. Hier kam ordentlich was runtergerieselt. So, hier Leute, wisst ihr Bescheid, ne? Personal only. Kein Entry hier für irgendjemanden. Okay. Wenn ich das Auto bis hierhin bewegen kann, schaffen wir es rüber. Welches Auto? Hä? Was redest du? Geh ich hier mal hoch erstmal. Aha, Steuerpult von dem Gerät. Ah, das meinen sie mit Auto oder was? Ja gut. Gucken wir mal hier rein. Siehst du die Schalttafel? Die ist kaputt. Hier gibt es doch nicht mal Strom. Ja, mit der Instruction. Also gut, dann müssen wir einfach nur dem ganzen Bums hier folgen und dann haben wir das Ding wahrscheinlich auch wieder mit Saft versorgt. Und der Stromkabel haben wir ja schon gesehen, das verläuft hier lang. Und dann gucken wir mal. Hier ganz rein, glaube ich, ne? Oder? Nö. Sah so aus gerade. Nur hoch. Na ja, gut, dann gehen wir jetzt erstmal die Leiter hoch. Oder auch nicht. Geht das gar nicht? Das ist nur Deko, oder was? Aha. Ich wäre jetzt fast weitergelaufen. Das war jetzt eine knappe Kiste. So, hier rüber. Oh, da ist auch noch was. Ich gehe mal hoch. Jamie, halt dich entspannt. Ich suche noch hier die Gegend ab. Oh, noch so ein Ding, ey. Ja, also das ist natürlich ein bisschen, also Sammelgegenstände bin ich ja so gar kein Fan von. Ich würde sagen, das sind zwei. Krass. Die sind mal richtig was wert, ne? Totenköpfe, ey, was waren das jetzt? Fünf? Vier? Fünf, ne? So, wir haben hier einmal ein Werkzeugkoffer und eine Schalltafel und eine Tür, die wir öffnen können von hier. Und vielleicht noch irgendwas anderes. Mal gucken. Nö. Hier vielleicht hoch geht's auch nicht. Doch hier vielleicht. Nee. Gut, dann machen wir jetzt das Ding hier an. On, please. Vielleicht kriegen wir es zum Laufen. Ja. Los geht's. Und weiter geht die wilde Fahrt. Oh Leute, es ist, Mann, es ist so spannend, aber es ist schon wieder fast vorbei, ey. Ich gucke hier mal auf die Uhr und denke so, nee, bitte nicht. Jamie, kriegst du das hin? Wir spielen Jamie. Ja, ist jetzt nicht so schwer. Zum Ausrüsten des universalen Messgeräts. Jamie kann das universale Messgerät verwenden, um Sicherungskästen zu reparieren. Okay, geil.
Ja, also ich würde mal sagen, wir fangen hier an. Dann arbeiten wir uns langsam runter. Hier. Zack. Dann den hier. Den. Und den da. Und dann den hier, oder? Hat's funktioniert? Oh. Verdammt, bin ich gut. So, zurück zur Kete. Dann mal rein in die Bude. Oder vor allen Dingen, ja, wir benutzen es ja nur als Brücke, um wieder woanders hinzukommen. Alles noch recht entspannt. Was ist da? Hörst du das? Da oben steht jemand. Hat er uns gesehen? Nee. Funktioniert. Wir haben uns versteckt. Da muss ich mir auch echt angewöhnen zu laufen, ne? Was hat er? Ist eine Cutscene. Ich denke nicht, dass ich das weiter gedrückt halten muss. So crazy, ey. Was sind das für Leute hier? Und wo gehen die rein? Ist hier irgendwas noch? Sie guckt ja mal irgendwo hin, aber sie guckt, glaube ich, einfach nur so irgendwo hin, damit es da aussieht, als wäre das hier ein bisschen lebensechter, sage ich mal. Aber in Wirklichkeit guckt sie halt gar nicht irgendwo hin. Zumindest nicht irgendwo so ein Spot, den wir greifen könnten oder so. Da können wir hoch. Gucken wir mal hier. Zu. Was das wohl ist? Alter, da ist auch irgendwie, da lag was. Da. Rechnung. Wir können das benutzen. Ein Versuch ist's wert. Kate kann... Um herauszufinden, was... Ah, verstehe. Kaliumhydroxid. Rechnung. Covalent Exchange. Covalent Exchange LLC 1670 Augustin Way. Tom, was auch immer. Kunde Grantham Dumet. 84 Emule Lake Evue. Ave Köhler River. Beschreibung: Kaliumhydroxid. 2,5 Liter, Menge 40. Oh, okay, das hat er abgerissen. Kaliumhydroxid. Ja, würde ich mal sagen. Hochgiftig. Hochreizend. Und das nicht auf die angenehme Art. Guck, ob hier noch irgendwo was ist. Da war was. Ja, da war doch was. Ich habe jetzt gerade... Das gucken wir uns gleich mal an. Wenn ich es denn greifen kann, ich hoffe es. Da. Irgendwas muss es hier geben. Da ist noch so ein Stöckel. Stöckelschuh-Teil. Geheimnis gefunden. Ein Stilett. Stilett, was für ein Ding? Ein Absatz, ja. Stiletto-Absatz. Der ist hier weggebreakst. Als wenn jemand auf der Flucht war, ne? Hey. Oh. Oh, schon viel besser. Ich musste es wohl nur kurz ausruhen. Ich bin in Ordnung. Wir haben eine Abkürzung gefunden. Sie müssen wirklich dort bleiben, wo ich es sage. Verstanden, Mr. Dumet. Alle sind hier. Gehen wir weiter. Bitte alle unter dem wachsamen Blick von Mr. Dumet bleiben. Klar? Kate. Ja, geil. Das hat uns keiner gesehen. Was denkst du? Ein Ferienlager aus der Hölle. Egal. Wir kriegen schon noch raus, was er im Schilde führt. Mach dir keine Sorgen.
Alter, die Brücke, ey. Ja. Kommst du? Da würde ich mir auch einkacken. Also nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt nicht so das Problem mit alten Brücken oder... Vielleicht. Aber die Brücke sieht nicht mehr gut aus. Scheiße! Wir werden alle sterben! Jetzt geh! Oh mein Gott, entspann dich, Mark! Oh, das ist verdammt steil. Geht's? Okay. Oh Mann. Mark hat so gar keinen Bock auf Höhe. Und ich habe eigentlich so gar keinen Bock, hier jetzt einen Cut zu machen. Was soll ich machen, Leute? Nee, ich muss Ende machen. Wir wollten das hier nicht so überziehen und überreizen wie in den ersten beiden Spielen zu der Dark Pictures-Reihe wie Man of Medan und Little Hope. Leute, ich danke euch vielmals fürs Reinschauen, auch in dieser Episode. Folge 2 zu The Devil in Me, der Dark Pictures-Reihe. Und wir nähern uns langsam dem Geschehen, dem Gebäude, wo das Ganze stattfinden wird. Und dann wird das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Aktuell noch sehr entspannt. Prolog, wir sind ganz gut dabei aktuell. Wir haben schon ein paar Hinweise gefunden. Leute, wenn es euch gefällt, Daumen hoch, lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich auf euch. Haut doch was in die Comments. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder hier in der nächsten Episode. Morgen wieder, kurz nach 10, eine Folge hier auf Twitch live. Die erste Folge zu Little Hope, zu The Devil and Me ist dann ja auch tatsächlich erst am 2.11. online. Auf YouTube, 18 Uhr. Und dann jeden Abend eine neue Folge. Das heißt, wer es nicht abwarten kann und gerne schon mal ein bisschen früher was sehen will, kommt mich auf Twitch besuchen, Leute. Ja, ihr seid herzlich eingeladen. Jetzt aber haut rein, bleibt gesund, Kommerzi. Grüße gehen nochmal raus. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Zocken. Macht die Leute platt und wir sehen uns. Haut rein, Leute. Euer Daddle Buddy. Tschüssi.